Mich am meisten berührt und beeindruckt ist, dass es ein starkes Gefühl in mir ist, zu Hause zu sein. Mit meiner Schwerkraft, mit meiner Haptik, mit meinen Sinnen. Ein Gefühl von, ich bin zu Hause und in meinem Zuhause bin ich sicher und aus dieser Sicherheit heraus kann ich anderen begegnen. Und es ist meins und es gibt die andere Person. Und da geht die Beziehung hin und her und jeder kann für sich sein und es gibt auch ein Miteinander und es gibt noch ein größeres Miteinander, also auch ein spirituelles Miteinander. So, das wäre es jetzt mal für mich. Ja, was für mich ganz wichtig war, dass wir über diese Aufrichtung, dass ich da das Gefühl habe, ich bin viel präsenter und ich kann in dieser Aufrichtung einfach auf die anderen ganz anders eingehen. Also für mich ist es eine Stärkung, die über die Haptik, über das Innenohr, sozusagen die Verbindung vom Fuß zum Innenohr, das ist für mich einfach der ein ganz, ganz starker Eindruck. Ja, ich sage jetzt auch nicht gleich was. Ich kann das alles bestätigen, was meine Kolleginnen sagen. Für mich war das ein ganz wunderbares Seminar, das mich zutiefst innerlich berührt hat. Es gehört zum Besten, was ich gemacht habe bisher. Ja, ich habe viel Schmerzen gehabt im Rücken. Ich war auch sehr emotionalisiert. Ich denke, ich kann wesentlich besser mit meinen Emotionen umgehen. Fühle mich sehr zentriert, sehr gestärkt in der Gruppe als Ganzes. Es ist wunderschön gewesen, unbeschreiblich. Ja, die Arbeit von Sonja für mich, ich assistiere auch der Sonja schon seit über 4 Jahren. Die Verbindung von Berührung und Bewegung und das Herangehen an emotionale Prozesse, die es ermöglichen, wenn man getriggert wird, diese Regression genau zu erfassen und dort in eine neue Bahn zu lenken, mittels Berührung und mittels Bewegung, ein sehr effektives Werkzeug mit schneller Wirkung, hat mich auch sehr verändert. Sonja arbeitet sehr viel mit prä- und perinataler Bindung und Attachment und arbeitet das über die Berührung auf. Und das hat mir sehr geholfen in meinem therapeutischen Prozess, auch als Psychotherapeutin. Das war's von mir.